Du hast vorhin gesagt, Weil ist VIP. Wie hast du das gemeint? Ja, ich glaube, es ist die hohe Identifikation, die ich VIP und Weil eben gebe. VIP ist ein Teil von Weil, ist ein wichtiger Teil der Weiler Angebote im Sozialbereich und ein fester Bestandteil des Weiler Lebens. Du warst ja damals federführend fast ein bisschen, als es losgegangen ist im 1990. Magst du dich kurz erinnern, was sind so die Meilensteine damals gewesen? Also ganz am Anfang bin ich noch nicht zu Weil gewesen. Das war mein damaliger Vorgänger, der Thomas Bühler, der als Stadtrat den Mut hatte und auch gesehen, es braucht das, hat die Not der Menschen gesehen und einen Jugend- und Gassenarbeiter angestellt. Und aus dem heraus ist dann, sind dann die Angebote entstanden. Und ich glaube, man hat hier einfach, wo das grosse Drogenelend war, in Weil erkannt, es braucht etwas und vor allem hat Weil für seine Leute Verantwortung übernommen. Was heisst denn denen, die heute Budgetkürzungen für das VIP fordern? Aus den Augen ist nicht aus dem Sinn. Es ist einfach so, wir haben dort mal eine offene Drogenszene gehabt, eine Verelendung, wirklich schlimme Zustände. Es gibt immer noch akute Suchtproblematiken. Sie sind nicht mehr so sichtbar. Die Menschen sind natürlich viel besser integriert im Alltag. Aber wir haben immer noch einen Suchtmittelkonsum, der nicht allen Leuten gut tut. Und es braucht die Angebote weiterhin. Und darum würde ich allen sagen, die Budgetkürzungen machen, das ist am falschen Ort gespart.